Geschlechterforschung ist wichtig für die Demokratie, denn Demokratie bedeutet, dass Frauen und Männer die Gesellschaft gemeinsam gestalten. Und das beginnt schon bei den ganz Kleinen im Kindergarten, denn der Kindergarten wird ja manchmal auch als Kinderstube der Demokratie bezeichnet. Und schon da haben wir Geschlechterthemen, die eine große Rolle spielen, zum Beispiel auch die Frage, wie Frauen und Männer zusammenarbeiten können, wenn sie Kinder erziehen und pädagogisch im Alltag begleiten. Ein Beispiel, wo das eine Rolle spielt, sind Bildungsverläufe und Geschlechterunterschiede in Bildungsverläufen. Da wissen wir zum Beispiel, dass Jungen mit Migrationshintergrund im Schulsystem schlechter abschneiden und schlechter zurechtkommen als Mädchen mit Migrationshintergrund und als Kinder ohne Migrationshintergrund. Das sind Durchschnittswerte, das gilt nicht für alle, aber es ist doch ein interessantes Phänomen, über das wir mehr wissen müssen, wenn wir nicht Klischees und Vorurteilen Raum geben wollen. Und dafür brauchen wir eine gute Forschung, die Geschlechterperspektiven in den Blick nimmt.